Wir sagen Nein zum Heim! Für die Zukunft unserer Kinder, für ein sicheres Gera. Dafür gehen wir auf die Straße. Das Maß ist voll! Straftäter verurteilen, die sie wegschaffen, zurück in ihr Land, da können sie sich nur benehmen. Aber warum lasst ihr das zu, dass das mit unseren Kindern passiert? Warum geht ihr gegen uns so vor? Und bei denen macht ihr euch in die Hose, das ist so traurig. Wollt ihr wirklich Zustände wie in Berlin im Görlitzer Park auf der Rugera? Dann steht endlich auf! Ganzes Stück voraus, dort rufen sie jeden Montag, wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine Asylantenheime! Zum Beispiel aus Polen ist problemlos, zum Beispiel aus Österreich ist problemlos. Bei etwas östlicheren Gegenden, zum Beispiel Kasachstan bringt Probleme mit sich. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen wurden. Also brauchen wir keine Zuwanderung, der Fachkräfte wegen oder des Arbeitsmarktes wegen, Ihrer Meinung nach. Ihr Lieben, willkommen im besten Deutschland aller Zeiten hier in Gera im tief bodensatzbraunen Krisengebiet des deutschen Nahen Ostens. Ich bin Colette, eure persönliche Friedenshetzerin, gehöre keiner Partei an, bin weder rechts- noch linksextrem, sondern habe genau wie ihr hier einfach das eigenständige Denken nicht aufgegeben. Ich bin froh, dass so viele Polizisten heute hier vor Ort sind, um uns zu schützen. Da die Strompreise so eklatant steigen, hatte ich schon befürchtet, es würden jetzt alle an den Umschulungen von Elektroschockern auf Brennnesseln teilnehmen. Es ist unglaublich schön, so viele Menschen hier zu sehen. Ihr seid wehrhaft und wahrhaft und ihr steht hier mit so viel Liebe für unsere Heimat. Einige von euch werden meinen Faible zu einleitenden Zitaten bereits kennen. Hier für euch in Gera folgendes. Solange du den Schmerz fühlst, bist du noch am Leben. Aber nur, wenn du die Schmerzen anderer fühlen kannst, bist du ein Mensch. Und genau das ist der Grund, warum ihr heute hier seid, warum wir heute hier sind. Wir sind Menschen und deswegen können wir den Schmerz der anderen fühlen. Und genau deswegen können wir im Angesicht all des Unrechts nicht die Fresse halten, denn das wäre asozial und unmenschlich.
Wir fühlen den Schmerz der alten Menschen, die Sorgen der Eltern, die Ängste der Mitmenschen. Wir schauen nicht weg. Wir beobachten genau und wir erkennen schon lange die perfiden Strategien des Zentralkomitees 2.0. Erlaubt mir bitte den Zuschauern an den Streams etwas zu zeigen. Oft höre ich hätte Eier und ich habe schon mal demonstriert, also naja, nicht wirklich. Aber ich versichere, ich fühle jeden Morgen nichts da. Trotzdem natürlich herzlichen Dank für das liebe Kompliment. Und dann gibt es auch immer noch die, die sagen, ich sei die Stimme des Ostens. Das ist unglaublich ehrenwert, aber ich möchte euch denen da draußen etwas zeigen. Ihr Lieben hier, erhebt bitte ganz laut eure Stimme jetzt. Als Info an die wahren Hetzer da draußen, wir sind keine Wutbürger, wir sind Mutbürger mit M wie Müllermilch. Euer Thema hier in Gera ist Nein zum Heim und wer wieder nur von der Tapete bis zur Wand denkt und vom öffentlich Entrechteten völlig verstrahlt ist, der wird hier leider wieder nicht verstehen, worum es wirklich geht. Als würden wir nicht mit notleidenden Menschen mitfühlen. Als würde es uns nicht die Kehle zuschnüren, wenn wir verhungerte und ermordete Kinder sehen. Als wäre uns all das egal. Wir sind Weltmeister im Spenden bereit, im Spenden aus Mitgefühl, aus Hilfsbereitschaft, aus Verantwortung. Ja, keine Nation spendet aus privaten Taschen so viel Geld wie die Deutschen. Nun gut, im Westen gibt es natürlich die absolut größten Spender überhaupt. Da spenden alte Männer so viel Geld, dass sie als Dankeschön aus der Ukraine oder Thailand eine Frau geschenkt bekommen. Vermutlich finden wir hier einfach unsere Geldbörsen nicht so schnell, weil nicht genug Licht ist hier im Dunkeldeutschland. Oder einfach, wenn wir im Osten so coole Frauen haben, dass man sich keine im Ausland kaufen muss. Was diese Hampel-Koalition veranstaltet, übrigens eingeleitet durch die CDU, hat nichts, aber auch gar nichts mit Mitgefühl, Verantwortung und Hilfe zu tun. Die Lenkung der Flüchtlingsströme war und ist Teil der indirekten Kriegsführung. Und wenn man also überlegt, wo die meisten Flüchtlinge in Europa landen, dann weiß man auch, gegen wen hier Krieg geführt wird. All die alten und jungen Frauen mit ihren Kindern sitzen weiterhin in ihren Kriegsgebieten. Sie sterben weiterhin. Die Kinder haben nach wie vor keine ausreichende medizinische Versorgung. Vor Jahren hat man diese Bilder hoch und runter im TV gezeigt, nun nicht mehr. Denn es soll hier der Eindruck entstehen, sie wären nun schon auf dem Weg nach Europa. Schauen wir uns die Bilder von den Booten an. Wen sehen wir da? Frauen, Kinder, Babys? 99,9% sind junge, kräftige Männer und viele von ihnen voller Hass auf uns, weil wir ja am Elend der gesamten Welt schuldig sind. So stellt es das Zentralkomitee 2.0 dar und voller geschürter Erwartungen auf ein Leben im Schlaraffenland werden sie hierher gekarrt. Unsere Obdachlosen müssen bei klirrender Kälte oder sengender Hitze bis 8 Uhr morgens die Obdachlosenheime verlassen, insofern sie überhaupt einen Schlafplatz bekommen. Kein Zimmer, eine Ecke irgendwo. Für die Neubürger oder Ankommenden jedoch werden Mieter gekündigt, Altenheime geräumt, Krankenhäuser vorsorglich finanziell an die Wand gefahren. Man muss ja schließlich vorausschauend ruinieren. Schließlich weiß man ja bereits, wie viele Millionen man noch ins Land schleusen wird. Bei Vollverpflegung
Begleitung zu den Behörden, Betreuung beim Einkauf, wenn gewünscht, dürfen die schwerst Traumatisierten erst einmal in Ruhe hier ankommen. Während unsere Rentner, die für all den Wohlstand schwerst geschuftet haben, Essen klauen müssen und dafür teilweise noch ins Gefängnis gesteckt werden. Diese Muppet Show redet von Einwanderungspolitik. Welche Einwanderungspolitik ist das denn? Australien, Neuseeland, USA, Kanada, diese Länder haben eine Einwanderungspolitik. Man muss die Sprache sprechen, Qualifikationen nachweisen und damit unter Beweis stellen, dass man dem Staat, also dem steuerzahlenden Menschen, nicht auf der Tasche liegt. Bei uns nennt man ohne Prüfung alle rein ins Weltsozialamt, einfach Einwanderungspolitik und verurteilt jeden, der das kritisiert. Das wäre, als würde ich über die Vorzüge von Orangensaft lamentieren, während ich meinem Gegenüber ein Glas Katzenpisse serviere und ihn dann anklage, dass er Orangensaft völlig unbegründet ablehnt. Und so wird Katzenpisse zu Orangensaft, Altenheime zu Flüchtlingsheimen, Unrecht zu Recht, Wissenschaft zu Schwurbelei, Freiheit zur Gängelung, zwei Geschlechter werden zu 24. Jede Form der Kritik wird Hetze und Deutschland wird zu Absurdistan im freien Fall. So ist ja heute unser Vaterstaat. Dieser Begriff wurde einst nicht aus Langeweile geprägt. Er entstand, weil der Staat sich einst kümmerte um seine Menschen, wie ein Vater sich kümmert um seine Familie. In welcher verdreckten Welt würden wir akzeptieren, dass ein Vater alles für die Nachbarn, aber nichts für seine eigene Familie tut? Dass ein Vater die Türen aushängt, damit jedes... Haben wir hier Kinder? Ohren zuhalten. Damit jedes verfickte Arschloch reinkommt, um die Frau oder die Töchter zu vergewaltigen. Dass ein Vater dann noch die in Schutz nimmt und entschuldigt, die die Familie beraubt, bedroht, beleidigt und beschmutzt haben und auch gleich noch dafür sorgt, dass das immer so weitergeht. Wie sehr würden wir alle so ein ekelhaftes, unmenschliches Charakterschwein verurteilen? Und zu Recht würden sich die Frauen, die Kinder von einem solchen Totalversager abwenden, würden es alle verstehen, vermutlich beklatschen und loben. Mit so einem braucht niemand zusammenbleiben, etc. pp. Gelten diese Maßstäbe nur im privaten Bereich? Sind das nicht Werte, die gesamtgesellschaftlich Gültigkeit haben sollten? Was bedeutet es also, dass Grenzen nicht abgesichert sind? Was bedeutet es, dass die Gäste voll versorgt werden, während die eigenen Menschen kaum noch über die Runden kommen? Was bedeutet es, dass man Geld in die gesamte Welt verschenkt, hier aber selbst die Renten kürzen will? Was bedeutet es, dass die eigenen Menschen für jedes kleine Vergehen mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden, während man die fremdländischen Vergewaltiger noch damit entschuldigt, dass wir bösen deutschen Frauen einfach nur nicht gefällig genug sind? Und wer auch immer da jetzt Parallelen zu dem asozialen, verkommenen Dreckstück von Vater sieht, den ich zuvor beschrieben habe. Die Gedanken sind frei. Ihr wisst schon. Genau. Fragt euch nicht, warum sie euch das antun. Fragt euch, warum ihr euch das gefallen lasst. Und während hier die Firmen schließen, die Landwirte nicht mehr ein- noch auswissen, Menschen überlegen, ob sie vom letzten Geld Brot kaufen oder einfach nur einen Strick, reißt unser Sprachfehler auf zwei X-Beinen durch die Welt und macht weiter Werbung fürs Weltsozialamt und ganz feministisch holt sie genau die ins Land, bei denen Frauenrechte ganz oben auf der Liste stehen. Aber vielleicht haben wir jetzt ein paar Monate Pause davon, denn die amtierende Olympia-Verliererin im Buchstabierwettbewerb wurde an der Nordseeküste gesichtet, wo sie momentan nach Strom bohrt, weil es ja dort ganz viel Watt geben soll. Ja.
Und ja, es sind natürlich nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund kriminell oder böse oder arbeitsscheu, natürlich nicht. Viele Ärzte, Pflegerinnen, Verkäuferinnen, Bauarbeiter, Lehrerinnen und so weiter sind hier voll integriert. Und eben jene regen sich doch genauso über diese verheerende Politik auf. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr zählen, wie viele wirklich vernünftige Menschen aus anderen Ländern, die bei uns leben und arbeiten, sich an unsere Gesetze halten, wie viele von denen mich ansprechen, anrufen, Nachrichten schicken und mir immer und immer wieder erzählen, dass sie es absolut nicht verstehen können, wie wir, die Deutschen, uns das bieten lassen können. Warum um alles in der Welt die breite Masse sich das gefallen lässt? Manchmal gehen selbst mir die Antworten aus, denn mit normalem Menschenverstand lässt sich das nicht mehr erklären. Wie kann man dabei zusehen, dass die eigene Heimat so zerstört wird, und zwar auf ganzer Linie? Und noch weniger lässt sich verstehen und schon gar nicht erklären, dass die Psychologin im sogenannten Stadtparkprozess gegen die Gruppenvergewaltiger einer 15-Jährigen zu bedenken gab, dass so eine Gruppenvergewaltigung ja immer auch eine identitätsstiftende Bedeutung habe für die Täter, die unter sozialer und emotionaler Verarmung leiden. Das kannst du dir nicht ausdenken. Gestern Nacht erreichte mich die Nachricht, dass am voraussichtlich heutigen Abend der erste Flieger mit vermutlich 180 Afghanen in Leipzig landen soll, die aus Pakistan ausgewiesen werden sollen. Insgesamt sind es wohl um die 1,7 Millionen. Und natürlich hat unsere Muppet Show zugesichert, sie aufzunehmen. Experten warnen davor, dass sich viele... Habt ihr keine Müllermilch? Dankeschön. Experten warnen davor, dass sich viele Taliban-Anhänger unter ihnen befinden sollen, aber die stellen ja bekanntlich keinerlei Gefahr dar. Wie ist das möglich? Warum und wie kann man so dermaßen am Bedürfnis und Wunsch der Mehrheit und an der Realität vorbei entscheiden? Genau, weil die Masse es zulässt. Und es war immer die schweigende Mehrheit, die verheerendes Unrecht erst möglich gemacht hat, ob bei der Inquisition im Dritten Reich oder in der DDR. Schützen wir unsere Kinder, schützen wir unsere Töchter und Söhne, schützen wir unsere Kultur, schützen wir unsere wundervolle Sprache, schützen wir unsere Alten, ohne die dieses Land noch immer in Schutt und Asche liegen würde, ohne die niemand hierher kommen wollen würde, weil Deutschland ein Haufen woker Work-Life-Balance spät pubertierender, permanent heulender Haufen von Vollpfosten wäre, die erstmal in sich reinhören und fühlen müssen, ob sie heute Mann oder Frau oder Fuchs sind. Nichts, gar nichts, wären wir ohne unsere alten, ehrenwerten Menschen, die unsere Heimat zu einem lebens- und liebenswerten Fleckchen Erde gemacht haben. Gar nichts wären wir. Und wie danken wir es ihnen? Wir lassen sie allein in Heimen sterben, weil irgendein psychopathisches Dreckshirn sich ausgedacht hat, dass Besuchsverbote gut für die Gesundheit sind. Wir lassen sie im Müll nach Flaschen suchen, weil ihre Rente nicht reicht. Wir lassen sie im Stich, weil wir zu feige sind, den Arsch hochzukriegen. Wir verraten sie, weil wir ihre Werte nicht verteidigen, von denen wir am meisten profitiert haben und die jetzt Stück für Stück zerstört und verramscht werden. Und wofür? Für kranken Dreck, für nichts als verschissenen kranken Dreck. Diese Volkstreter geben alles, um uns klein zu halten. Sie schüren den Schuldkomplex. Ich habe noch nie im Leben gehört, dass man seinen Gästen was schuldig ist. Und einen Mangel an Gastfreundschaft kann man den Deutschen wohl nicht vorwerfen. Mit Plüschtieren und Verpflegungsbeuteln,
Mit Herzen und Schlafplätzen standen sie an den Bahnhöfen. Und was war der Dank? Vergewaltigung, Messerstechereien, Diebstahl, Lug und Betrug, Todesopfer auf Weihnachtsmärkten, in Einkaufspassagen und auf den Heimatfesten. Alles natürlich Einzelfälle. Mittlerweile 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag Einzelfälle. Die ankommenden Neubürger bekommen Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Krankenversicherung. Sie müssen in ihren Unterkünften nicht einmal eine Betriebskostennachzahlung übernehmen. Da macht man eben einfach die Fenster auf, wenn es einem bei ballernder Hitze zu warm wird. Da werden in den Unterkünften die Duschen einfach laufen gelassen. Vielleicht möchte man sich ja nach 2 Stunden schwersten Handbetrieb bei Erwachsenenfilmchen nochmal frisch machen. Schließlich muss man für eine Gruppenvergewaltigung auch gut riechen. Und wer bezahlt das alles? Richtig, die Nazi-Deutschen, die dreckigen, rechtsradikalen Nazi-Deutschen, die sich jeden Tag rumlegen, die offen verhöhnt werden für ihre endlose Blödheit, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und ehrlich Steuern zu zahlen. Diese Volkstreter zahlen nichts. Staatsgelder, was sind denn Staatsgelder? Das ist unser Geld. Geld, das ehrliche und redliche Menschen verdient haben mit ehrlicher und redlicher Arbeit. Und das ist auch alles, wofür wir noch gut genug sind. Und sollten wir uns wagen, das offen auszusprechen, dass unsere Kinder neue Schulklos brauchen, die Renten von vorne bis hinten nicht reichen, wir Angst haben, dass unsere Kinder nicht mehr wohlbehalten nach Hause kommen, wir nicht mehr wissen, wie wir die Stromrechnung bezahlen sollen, wir einfach die Schnauze gestrichen voll haben, dann erklären uns die, die permanent von Vielfalt und Meinungsfreiheit faseln, einfach zu Nazis, zu Rechtsradikalen und Schwurblern. Wir schulden unseren Gästen nichts, aber unseren Alten, unseren Kindern, unseren Brüdern und Schwestern, denen schulden wir alles. Wir sind keine Nazis und wir sind auch nicht rechtsradikal. Übrigens sollte man auch mal darüber nachdenken, wer die Nazis waren. Nationalsozialisten. Mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Nicht Nationalkonservative oder Nationalextreme, nein, Nationalsozialisten. Wir sind keine Nazis, keine Schwurbler, keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind Menschen, die nur einfach nicht sehenden Auges in den Untergang laufen wollen. Wir sind Menschen, die sich entschieden haben, für andere Menschen zu kämpfen, einzustehen, solidarisch zu sein. Wir sind Menschen mit moralischen Werten. Wir sind Menschen, die sich erinnern und die wunderbaren Ideale ehren, die unsere Heimat einst zu einem Land gemacht haben, das überall auf der Welt bewundert wurde. Für Fleiß, für Ehrlichkeit, für Innovation, für Qualität, für Langlebigkeit, für Kunst und Kultur, für wunderbares soziales Miteinander und Zuverlässigkeit. Ein Mann, ein Wort. Ich bin zwar kein Mann, ich bin mit Leib und Seele so gern eine Frau, aber ich gebe euch mein Wort, dass ich, solange ich kann, für unser Land, für die Menschen, für soziale Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit kämpfen werde. In diesem Sinne, eine Frau, ein Wort. Den bevorstehenden rechtskräftig als zulässig beschlossenen Drosselungen, also auch Abstellungen von Strom in Privathaushalten ab Januar 2024, habe ich trotzdem noch gute Nachrichten. Ich verlese auch immer gern eine gute Nachricht am Ende. Ihr werdet auf Radio und Fernsehen nicht verzichten müssen. Man steht kurz vor dem Durchbruch, mit Urin betriebene Radios auf den Markt zu bringen. Die Idee kam dem innovativen Team, da mit Scheiße betriebene Fernseher seit Jahren funktionieren.
von ganzem Herzen Dank. Wir bleiben menschlich, wir bleiben demokratisch, wir bleiben friedlich, aber selbstbestimmt. Wir bleiben standhaft, wir bleiben denkend, wir bleiben mutig, wir bleiben solidarisch und heimatliebend. Diese Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste Regierung, die Amerika jemals hatte. Und deswegen an die Volkstreter unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir im Namen von mehr als 80% der Deutschen, ihr seid gefeuert! So, das ist schon etwas älter, aber gewinnt förmlich täglich an Brisanz. Das Schmähgedicht, nicht das Schneegedicht, sondern das Schmähgedicht. Ihr seid für Deutschland gar nicht gut. Vor euch ziehen wir auch nicht den Hut. Ihr seid auch keine Ehrenmänner. Ihr seid Komparsen, seid nur Penner. Ihr schmückt euch gern mit Doktortiteln. Ihr seid nur Knechte, seid nur Büttel. Ihr seid alle Macht besessen, habt eure Herkunft schon vergessen. Ihr seid die Schleimer der Nation und steht so gern am Mikrofon. Ihr wollt groß auf der Bühne sein, ihr seid korrupt, ihr seid so klein, ihr seid eine Sekte, eine Bande, ihr seid für Deutschland eine Schande. Ihr straft die Armen, schützt die Reichen. Ihr kennt nur Sorgen euresgleichen. Ihr habt am Volk kein Interesse. Ihr schützt auch noch die Lügenpresse. Ihr lasst dem Volk die Hirne waschen und stopft euch voll die eigenen Taschen. Ihr holt die Mörder und die Schänder aus aller Herren Länder, die Frauen und Töchter massakrieren und wollt dafür noch Ruhm kassieren. Ihr seid der Abschaum. Ihr seid Idioten. Verbündet euch mit Despoten. Ihr hofiert auf dieser Welt Ruhmsucht, Macht, Gier und Geld. Ihr lasst das Volk so richtig bluten mit Steuern oder Zwangsgebühr. Ihr wollt sogar einen Dank dafür. Ihr labert rum in großer Runde ohne jeden Sachverstand. Ihr richtet Deutschland schon zugrunde. Unser geliebtes Vaterland. Ihr lasst zu Kriegen uns anstiften. Ihr lasst unser Land vergiften. Ihr schreibt uns unsere Freunde vor. Öffnet Verbrechern Tür und Tor. Ihr sagt, Russland ist der Feind. Durch die sind wir heute erst vereint. Die räumten damals ihr Quartier. Ihr aber lasst die Amis hier. Ihr macht auch keinen Vertrag für Frieden. Ihr habt ihn absichtlich vermieden. Drum sage ich es heute und hier. Ihr seid bloß ihr. Ihr seid nicht wir. Euch sollte man zum Teufel jagen mit Schimpf und Schand nach Afrika. Dort müsstet ihr dann auch beweisen, was ihr so könnt, nebst bla bla bla. Euch müsst man mit Hartz IV beschenken. Ihr würdet dann ganz anders denken. Ihr Lieben, es war unfassbar schön bei euch. Schön, so viele ehrliche Patriotinnen und Patrioten zu sehen. Ganz rechtsradikal wünsche ich euch weiße Weihnacht. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt standhaft. Das war ja wirklich eindrucksvoll. Vielen Dank, Colette. Ja, seid herzlich willkommen hier. Ich grüße euch alle Patrioten aus Gera und Umgebung. Wir haben heute schon als Stadtverband der AfD ein Autokorso organisiert zu dem gleichen Thema. Nein, zur Erstaufnahmeeinrichtung. Und wir waren fast 100 Fahrzeuge und wir haben ein Zeichen gesetzt. Die Regierung hat die Migrantenflut gewollt und bestellt, dessen müssen wir uns immer klar sein. Und wir sollen erneut hier in Gera jetzt Opfer der verfehlten Migrationspolitik werden.
diese Erstaufnahmeeinrichtung wird mit 3,8 Millionen Euro unseres Steuergeldes veranschlagt und das wird dafür verschwendet. Aber noch schlimmer, zusätzlich die zu erwartende Kriminalität. Unser Fraktionskollege Ringo Mielmann im Erfurt hat ein Schwarzbuch Kriminalität, wie er es jedes Jahr macht, erstellt für Thüringen und ich lese mal die Zahlen für Gera vor. Der Ausländeranteil in Gera war 2020 6,8%, 2022 7,9% bereits. Dann die Kriminalität, nichtdeutsche Tatverdächtige waren 2020 762, also 19,7% und im Jahr 2022 schon 858 und 22,7%. Das ist eine knapp dreimal höhere Kriminalitätsrate von Migranten. Im Einzelnen 123 Fälle gegen sexuelle Selbstbestimmung, sprich meist Vergewaltigungen, das war das letzte Jahr, die Zahlen. 900 Fälle vorsätzlicher Körperverletzung, davon 288 gefährliche, schwere Körperverletzungen in Gera. 116 Fälle schwere Diebstahle, 313 Fälle von Sachbeschädigung, 34 Fälle Straftaten gegen das Waffengesetz und 845 Fälle von Rauschgiftkriminalität. Das sind, weiß Gott, keine Goldstücke oder Fachkräfte, die hier sind und hierher kommen. Aber schuldig dafür sind die Politiker aller Altparteien. Deshalb gibt es nur eins: Widerstand! Ich habe mit Stefan Möller, unserem zweiten Sprecher von unserer Partei in Thüringen, von unserer AfD gesprochen und er hat gesagt, wir haben auf dem juristischen Weg keine Möglichkeit, diese Erstaufnahmeeinrichtung hier zu verhindern. Die Bürgermeinung wird ignoriert. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer dranbleiben, protestieren und alle Möglichkeiten ausschöpfen und nicht locker lassen. Wir müssen kämpfen. Und die CDU in Thüringen im Landtag hat jetzt die Woche ein Gesetz für eine zentrale Ausländerbehörde zur Beschleunigung der Aufnahme und Rückführung einbringen wollen. Das ist aber nur heiße Luft. Wer will, der Bock zum Gärtner gemacht werden. Die CDU ist eine Blockpartei und ein einziger Wendehals. Der Wahlkampf mit den Umfragewerten, die im Sinkflug sind, ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl. Das ist das, was die CDU jetzt vorhat. Und sie hat vor einer Woche im Migrationsausschuss im Landtag bemängelt, warum die Erstaufnahmeeinrichtung in Gera nicht schon eher geschaffen wurde. Das ist in meinen Augen eine unmögliche Situation, dass die CDU das befürwortet. Wir Bürger in Gera, wir wehren uns dagegen. Es darf nicht dazu kommen. Wir leisten Widerstand. Diese volksfeindliche Politik muss verhindert und beendet werden. Wir wehren uns gegen Umfolgung und die Vernichtung unserer Existenz und unserer Zukunft. Dafür kämpfen wir als AfD. Dafür kämpfen wir, Gera, gemeinsam auf der Straße. Dafür kämpfen wir Seite an Seite. Wir kämpfen so lange, bis wir am Ziel sind. Ich danke euch. So, ich will jetzt zum Schluss nur noch mal ganz kurz machen und selber verabschiede ich mich dann schon. Ich würde euch bitten, dass wir dann die Versammlung hier nicht auflösen, sondern wieder runterlaufen, die laufen müssen, die das Auto nicht hier oben haben, dass wir da noch ein geschlossenes Bild hinterlassen. Und kann euch nur eins sagen, das hier oben ist noch nicht festgeschrieben, dass dieses Heim hier oben aufgemacht wird. Wir haben eine Möglichkeit, das zu verhindern, nach § 28 im Grundgesetz, Absatz 2. Da könnt ihr euch alle mal angucken, was dort geschrieben steht. Und wir werden im Januar dort einige Sachen oder für den Januar vorbereiten. Nicht mit uns, weil wir in Gera, wir die Bürger sind ja souverän und wir lassen das nicht über unseren Kopf hinweg entscheiden. Bis hierhin und nicht weiter. Und nun ist es mir eine große Ehre, zwei Redner noch anzukündigen, die noch was sehr Brisantes vorbereitet haben vom Aufbruchnetzwerk. Herzlich willkommen, Yves Berlinghoff und André Pottenburg. Vielen Dank, lieber Christian, für die Ankündigung. Fantastische Veranstaltung heute hier in Gera. Ist ja bekannt, Gera, Stadt des Widerstandes. Ich freue mich immer mit Landsleuten, um mit den Gerern hier gemeinsam zu demonstrieren. Euch hat man ja, der Christian hat es vorhin angesprochen, euch hat man ja verboten,
Fackeln zu benutzen. Das System, die Obrigkeit hat scheinbar Angst, dass ihr ordnungsgemäß mit Feuer umgehen könnt. Das System, unter dessen Augen seit Jahrzehnten bundesweit linksterroristische Gruppierungen Autos anzünden, Geschäfte anzünden, ganze Straßenzüge anzünden, will euch keine Fackeln gewähren. Was sagt uns das? Wir leben im real existierenden Linksstaat. Wir wollen aber den freiheitlichen Rechtsstaat. Dafür kämpfen wir! Wer es vielleicht mitbekommen hat, Scholz und seine Partei machen jetzt am Wochenende einen Bundesparteitag. Ein tiefroter SPD-Bundesparteitag. Und nicht nur Scholz ist auf einem Umfragetief als Bundeskanzler, warum wohl auch? Auch seine Partei, die SPD, es ist historisch übrigens, hat das schlechteste Umfrageergebnis einer Regierungspartei überhaupt. Warum wohl? Und auf diesem Parteitag hat man so zwei Hauptprogrammpunkte ausgegeben. Einmal möchte die SPD den Sozialstaat beleben. Sie möchte soziale Leistungen wieder fördern, mehr Geld fürs eigene Volk ausgeben. Angeblich. Denn die andere Forderung dieses Parteitages lautet, ein Leitantrag des Bundesvorstandes, dass man das Thema Migration noch weiter öffnen will. Man möchte Millionen Menschen hier begrüßen, wesens- und kulturfremde Menschen hierher holen und man möchte sie alimentieren. Und wer wirklich noch halbwegs klar denken kann, der weiß, das kann nicht funktionieren. Du kannst nicht den deutschen Sozialstaat stärken, dann aber hier die halbe Welt alimentieren wollen. Das funktioniert nicht. Dieser Parteitag ist wieder nur eine rote Veranstaltung voller Lug und Trug. Man wird ja immer mal gefragt in Interviews, in politischen Gesprächen, ja, was wollt ihr denn eigentlich von der Bundesregierung, von dieser Ampel- oder Hampel-Regierung, was soll die denn machen? Im Grunde gibt es doch nur eine Forderung an die. Haut ab und lasst euch nie wieder ficken! Denn wir wollen keinen Schuldkult mehr, wir wollen keine Verarmung mehr, wir wollen keine Überfremdung mehr. Deswegen kann und muss das Motto heißen, Deutschland den Deutschen, wem denn sonst? Danke! Ja, schönen guten Abend zusammen. Im Grunde genommen wurde heute schon alles gesagt, deswegen will ich es relativ kurz halten und ich fordere euch alle auf, leistet Zivilcourage gegen dieses politische System zum Schutz eurer Kinder, eurer Familien, eurer Großeltern und eurer Eltern und für eine sichere Zukunft. Ich selbst habe Strafanzeige gestellt gegen Georg Mayer, weil er das Asylrecht missbraucht. Alles ist grundrechtlich festgelegt. Ich fordere die Polizisten auf, von ihrer Remonstrationspflicht Gebrauch zu machen. Ihr wisst, dass ihr gegen die Gesetze unseres Landes handelt. Ich fordere jeden dazu auf, leistet Widerstand, bevor wir keine Zukunft mehr haben. Vielen Dank.